und liegen hier auf offener Straße. Und was wird jetzt wohl noch passieren? Ein Video. Und ein Geburtstagskuchen. Mann, jetzt habe ich Hunger. Da hinten ist der Kubus, mein Lieblingskubus. Hinten links in der Ecke. Nein, jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Test Assessment Report. This was a triumph. Und wir haben das Let's Play abgeschlossen. Ja, perfekt. Ja, das war jetzt nicht gerade sehr lang. Das ging eigentlich sehr schnell. Als ich das erste Mal durchgespielt habe, hat es etwas länger gedauert. Weil ich die Rätsel noch nicht so kannte. Jetzt kannte ich es etwas noch. Es war noch so im Hinterkopf. Und deswegen war das etwas leichter. Ja, Portal ist jetzt nicht so das tolles Spiel, aber es geht schon. Ja, Punktevergabe. Von 10 Punkten, finde ich, bekommt Portal, allein schon dafür, dass es so kurz ist, dafür, dass es echt immer gleich ausschaut, bis auf das letzte Level da noch. Das schaut etwas anders aus, aber es ist echt nicht so gutes Spiel, deswegen sorry Portal und Valve und wer auch immer das gemacht hat. 4,4 Punkte, mehr kriegst du von mir nicht. Aber trotzdem, es ist eigentlich schon mal lustig, sowas mit so zwei Portalen zu machen. Aber ja, ich lasse euch mal die Credits durchlaufen und sag danach nochmal was. Da ist ja ein schönes Lied dabei, deswegen bis dann, also haut rein. Ja, die Credits sind vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich war. Schnell auf dem Klo. Ja, das interessiert euch wahrscheinlich einen Scheißdreck. Aber, ja. Deswegen würde ich sagen, das Let's Play ist hiermit offiziell beendet. Hier sieht man nochmal mein Lieblingsradio, mit dem wir viele Gegner und Druiden besiegt haben. Dann noch eine Aperture-Tastatur. Aperture Laboratories, irgendwas. Irgend so ein großes Zeug. Dann noch mein Geburtstagskuchen, ein Telefon, ein Stuhl und einen Bildschirm. Ja, der
Der ganze Desktop-Hintergrund hier ist etwas anders als ganz am Anfang. Also wenn man es durchgespielt hat, ist er anders. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Wie gesagt, 4,4 Punkte, nicht so ein tolles Spiel, aber man kann es mal spielen. Oh, Moment. Da sieht man noch meinen Kubus. Ja, das ist ja geil. Ja, mein Lieblingsspielzeug in dem Spiel. Es hat mir echt das Herz gebrochen, als ich ihn töten musste. Naja, egal. Deswegen würde ich sagen, das Let's Play ist hiermit beendet. Also dann, ciao Leute.